Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Ozone 2 Kappa Mode. Oder so ähnlich. Das sitzt einfach noch zu tief drin, das hasse ich einfach, wenn ich ein neues Projekt anfange. Es ist einfach gerade so, gerade hätte ich eine Facecam gebraucht. Auf jeden Fall, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Sky Factory 3. Ich habe zwischen den Folgen, also so ZDF, hier nicht wirklich umgebaut. Eigentlich nur so ein bisschen erweitert für die anderen Teile hier. Weil ich habe mir überlegt, ich will erstmal eine Grundlage schaffen, eine wirklich so Ressourcengrundlage, bevor ich anfange, groß zu bauen und sowas. Weil, naja, ich würde halt gerne schon so ein bisschen so ein Waldgebiet oder sowas bauen, aber naja, mit vier Erde geht das schlecht. So. Oder sechs Erde. Ich habe mir auf jeden Fall überlegt, wir können ja heute schon mal anfangen, das Smeltery zu machen. Was braucht man für das Smeltery? Grout. Oder auch Gut. So, sehr schön, das haben wir schon mal. Dann bräuchte ich nochmal drei Öfen, damit das alles ein bisschen schneller geht. Wie viel denn Ferien, Mama? Wir könnten gucken. Machen wir uns mal mit einem Feriumofen? Geht das? Oder braucht man die Bauern? Nee, das geht. Ja gut, dann nehmen wir den auch mal raus. So. 1, 2, 3, 4. Das passt sogar perfekt. Sehr schön. Drei Feriumöfen. Damit haben wir dann schon mal eine Fuel-Effizienz von 15%. Dich wollte ich genau da haben, nirgendwo anders. So, dann nehme ich mir jetzt hier mal einen halben Stack Kohle raus. Einen halben Stack Kohle raus. Ach komm schon. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Sehr schön. Es geht auch ein bisschen schneller. Also ich glaube einmal die Öfen von Mystical Agriculture sorgen dafür, dass es das mehr hält. Also der Fuel-Treibstoff länger hält und dass es ein bisschen schneller geht. Aber naja. Dann habe ich mir überlegt, wir haben vom gerade eben habe ich noch ein bisschen Dust über. Das könnte man ja noch gerade hier in unserem neuen Flintstiften Mesh durchsieben. Damit wir einfach nochmal ein paar Ressourcen kriegen, die wir dann gleich schon noch verballern können. Alles, was jetzt an Ressourcen reinkommt, ist perfekt, weil das kann man dann gleich auch schon verwenden für das nächste Mesh. Weil wir brauchen als nächstes das Ironstiffened Mesh. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen. Man konnte irgendwo sehen, ich weiß auch nicht mehr wo genau. Was alles die Lavaproduktion erhöht. Also den Multiplier davon. War das hier im Guidebuch? Server Commands. Team. Nee. Da weiß ich es gerade gar nicht. Packen wir einfach mal alles hier rein. Wir haben schon mal eine gute Grundbasis. Redstone haben wir durch die Hexen bekommen aus der Mobfarm. Denn, naja, dafür braucht man mindestens ein Ironstiffen Mesh, um an Redstone zu kommen. Habe schon ein paar Lootbags gesammelt. So, wie sieht das aus? 14, 28, 42, 56. Perfekt. Können wir schon mal den Controller machen. Drain. Bazin. Casting Table. Zwei Faucets. Und nochmal Slabs nehmen, damit ich dann auch mal hier in die Richtung ein wenig
erweitern kann. Wie gesagt, das wird jetzt alles noch kein Meisterwerk. Aber ich habe mir so ein paar Grundgedanken gemacht, wie die Base später aussehen soll. Und das heißt im Klartext, es kann nur scheiße aussehen. Nein, Spaß beiseite. Ich habe mir wirklich schon überlegt, das könnte später richtig, richtig geil aussehen. Weil auch ich bin ja mittlerweile so der Typ, ja, ich möchte schon bauen, weil diese nur noch 15 Bases, Hauptsache man hat irgendwo Platz, das mag ich nicht mehr so wirklich. Ich sehe jetzt schon die Kommentare, was ist, wer bist du, was hast du mit Dosch gemacht? Nein, nein, bin noch immer ich. Alles cool. Bloß hier müsste ich jetzt, weil ich eine... Ich mache, glaube ich, eine 4x4 Cemetery. 3, 4. Okay. Sehr schön. Hier hinten ist das ja erstmal egal. Aber hier nicht. Da sollte ich noch ein wenig auffüllen. So. Nochmal alles rausnehmen, weil jetzt müssen wir eigentlich nur noch zwei Sachen machen, den Tank und den Brick. Die Bricks. Das heißt, ich nehme hier nochmal einen raus. Komm, da komm. Nein, dann machen wir halt mal den hier. Und wir wechseln mal hier ganz kurz aus. Zack, zack. Und somit hätten wir dann auch den Lava-Tank fertig. Und wie gesagt, das restliche Gelumpe geht dann einfach nur noch in Bricks über. Okay. Was wollte ich jetzt machen? Genau, ich brauche noch ein wenig Slurries. Das dürfte reichen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den Umbau der Basis hier dann auch in einem Livestream dann mal mache. Weil ich habe da wirklich schon geplant, da würde ich alles schön mit Maschinenpark und sowas. Also wirklich eine Fabrikhalle, sei es auch Sky Factory. Was noch? So schön ein Bauernhof für die Magical Crops oder so. Die Mütze wird auf jeden Fall richtig schön. Wie heißt das Zauberwort, was ich suche? Ah ja, nuklear? Nee, schön umweltmäßig aufgebaut, so naturell. Boah, ich sehe schon komisch, ich sehe schon die Kommentare. Waffenfreunde Öko geworden. Okay, machen wir doch erst einmal. So eine Basis. Eins, zwei, drei, vier. Das kommt hier hin. Den packen wir hier hin. Der kommt weg und der kommt weg. Das kommt weg, das kommt weg. Das dahin, das dahin. Und den Tank packe ich hier hin. Kommt aber dann noch alles zu unserem Reich dazu. Ey Mann, ich habe gestern Abend noch ein paar Kumpels von mir, haben wir mal Cards Against Humanity gezockt und irgendwie habe ich jetzt gerade Vietnam-Flashbacks davon.
So, so. Sehr schön. Damit haben wir schon mal das Smeltery, die wir dann auch gleich schon mal ein wenig größer bauen können. So, dann nehmen wir dich da mal raus. Warte mal, ich muss kurz schauen. Firewater? Können wir das machen? Können wir gerade irgendetwas... Ja gut, mit Lava können wir machen, aber Lava vielleicht nichts vermeiden. Aber ich fürchte, ich muss... mit Lava oben hantieren. Kann ich auch so machen, da muss ich hier nicht stehen. Slappen parken, okay. Dann können wir ein bisschen Kobbel reinrotzen. So viel Stück wieder. Dann warten wir mal auf die letzten beiden da. Dann haben wir 54. So, ich interessiert aber immer noch, wo ich die, wo ich es lesen konnte. Sky Factory 3 Lava Generation. Mal kurz googeln. Da finde ich jetzt gerade nicht wirklich etwas. Ne. Ja gut. Dann platzieren wir die auf jeden Fall noch. Haben wir zwei Bricks über? Ja gut. Mal wieder weg, genau wie du und du und du. Na komm, jetzt machen wir gleich. Erst bauen wir das noch hoch. Sehr schön, dann haben wir schon mal eine 4x4x2 Schmiede. Dann nehmen wir hier einmal alles raus, was schmelzbar ist, und komprimieren das zu Copper Ore Chunks, Iron Ore Chunks, Aluminium Ore Chunks, Silver Ore Chunks, Gold Ore Chunk, Lead Ore Chunk, Nickel Ore Chunk und nochmal Iron Ore Chunk. Das ist das Gute am neuen Ex Nihilo. Es gibt keinen Broken Iron Ore, Crushed und Iron Ore Dust zu werden, so eine Scheiße. Es gibt einfach nur dieses Lead Ore Piece, Gold Ore Piece, Iron Ore Piece. Und jetzt wird alles von Gold Ore, also diesen Chunks. So. Dann haben wir jetzt schon mal ein wenig Lava, oder? Oh. Dann, was kostet denn eine Transfernote? Da können wir ja schon mal etwas geschissen mit dem, was wir haben. Ein Bucket und Transfer Pipe, das kriegen wir hin. Und jetzt bin ich froh, dass wir schon mal etwas Redstone haben. So, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5 und hier brauchen wir 6, 7. Gut. Komm. Dann nehmen wir hier die Slabs. Holz haben wir eh so schnell nachgefarmt, das ist unglaublich. Na, ich bräuchte nochmal zwei. Okay. Kommen wir dann nochmal Produktivität.
Oh, da ist sogar noch Kohle drin. Ja gut. Was ist denn das? First Cable? Second Cable? Cable? Okay. Kenne ich jetzt noch nicht. Solar Flux Reborn waren die Teile, genau. Okay. Das brauche ich und das brauche ich. Vielen Dank für die Blümchen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Mein. Gib her. Gehört mir. So, das brauche ich. Und. Das brauche ich. Damit haben wir dann schon mal eine funktionierende Lava-Generation, die hier auch greift. Sehr schön. 560 Lava. Da würde ich sagen, rotzen wir erstmal das Gold da rein. Nehmen uns hier Brick. Können wir nicht hier irgendwie so gucken? Ja gut, mit Base Powder kriegen wir. Okay. Oh, das ist schon fertig. Sehr schön. Dann können wir mal so machen. Und wir können auch Ingots ausgießen. Dann nochmal zwei Ingots machen und den Rest können wir in Blöcken ausgießen. Sehr schön, wir haben Ressourcen, wir haben Ressourcen, wir haben Ressourcen. Ja, ne, da kommt nicht da rein, da packe ich schön hier hin. Ich würde sagen, ich brate mir mal so ein paar Silkwürmer, weil die kann man ja immer noch essen. Das hat sich schon nicht geändert. Moment mal. Lol, es gibt die Lava Raiders. Und Obsidian Water Walking Boots ist ja lustig. Man muss dazu sagen, ich zocke gerade privat sehr, sehr viel Terraria. Und es ist. Ich schätze mal, das soll eine Referenz sein, dass es auch die hier gibt. Baklava? Cool. Habe ich einmal gegessen, ist mir persönlich viel zu süß. Aber gut, ich würde sagen, das war wieder eine erfolgreiche Folge. Wir haben Zugang zu Lava und North Smeltery. Sehr schön. Würde ich sagen, ich gucke, dass ich hier dazwischen noch mal ein bisschen Lava produziere. Das sollte jetzt gleich auslaufen, genau. Dann schnappe ich mir mal so ein Stick. Da glaube ich gleich über so einen Hopper, der dann immer reinfüttert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Ja, klingt noch ein Plan. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.